sich also heute die gestohlenen Schmuckstücke und das Werkzeug an, das die Täter beim ersten Einbruch zurückgelassen haben. Oberrat Magister Schödel vom Wiener Sicherheitsbüro ist jetzt bei Peter Niedeski im Studio. Seine Fragen beziehen sich ausschließlich auf diese Gegenstände. Beginnen wir am besten gleich mit den Werkzeugen, die in der Nacht zum 21. November 1982 zurückgeblieben sind. Für uns wäre wichtig zu wissen, woher sie stammen. Ein blauer hydraulischer Wagenheber, die Farbe ist an einigen Stellen abgeblättert, Markenbezeichnung und Inventarnummer sind herausgeschliffen. Und hier ist ein Eisenrohr, 115 cm lang, sehr schwer, 4-5 Kilo, 3 cm dick und ein achtkantiger Meißel. Auf diesen Meißel wurde ein kleines weiteres Rohr aufgeschweißt und auch aufgenietet, sodass es dann in Verbindung mit diesem Eisenrohr zu jener Bruchstange führte, die mit dem Wagenheber gearbeitet hat. Ein Holzbrett, auf das zwei aufeinanderliegende Metallplatten aufgeschraubt sind. Vermutlich diente dieses so ausgestattete Brett als Widerlager für den Wagenheber. Und nun zum Schmuck selbst. Die auffallendsten Stücke aus der Beute sind dieses Weißgold-Collier mit einem sattelförmigen Anhänger, der einen Madeira-Topaz und fünf Streifen mit gefassten Diamanten im Baguette-Schliff trägt. Weiters diese Weißgoldkette mit einem schlaufenförmigen Anhänger, leider alles Schwarz-Weiß-Bilder, was anderes gibt es von der Beute nicht, besetzt mit einem großen ovalen Rubin und fünf Brillanten. Dann dieses Weißgold-Collier mit einem Ring aus Diamanten und darunter, wie eine Quaste, drei Reihen in Baguetteform geschliffene Diamanten. Und diese beiden Stücke, eine Brosche aus Weißgold mit zahlreichen in Navettform geschliffenen Brillanten und eine Weißgoldkette mit Anhänger in Form einer Tasche, ebenfalls reichhaltig mit Brillanten und Diamanten im Baguette-Schliff besetzt. Außerdem dieses Weißgold-Collier mit geflochtener Kette und einem etwa 3,5 cm großen Mittelteil in Hufeisenform, besetzt mit einem großen Saphir und sieben Diamanten. Und schließlich dieses Weißgold-Collier mit einem großen Saphir, der von einem Rechteck aus Brillanten eingerahmt ist. Frage, wo ist eines dieser Schmuckstücke aufgetaucht? Hinweise bitte an die Bundespolizeidirektion Wien, an jede andere Polizeidienststelle oder an eines unserer Aufnahmestudios. Vielen Dank, meine Herren, in Wien. Und nun zu einer Fahndung für die Kripo in Duisburg. Sie sucht einen Mann, der wegen Geiselnahme und schweren Raubes noch eine Haftstrafe von über 6 Jahren zu verbüßen hat, aber im April 1983 einem ihm gewährten Sozialurlaub zur Flucht benutzt hat. Er heißt Heinz Schwertfeger, gilt als äußerst gewalttätig und hat angekündigt, bei seiner Festnahme rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Am 3. Juni 1983, also 2 Monate nach seiner Flucht, soll er zusammen mit zwei bereits festgenommenen Komplizen eine Bank in Duisburg überfallen und rund 180.000 Mark sowie Schmuck im Wert von rund 25.000 Mark erbeutet haben. Heinz Schwertfeger ist 38 Jahre alt, 1,70 groß und schlank, er hat braune Haare und graublaue Augen. Zuletzt wurde er im Raum Krefeld gesehen. Möglicherweise hat er sich von dort aus in ein Nachbarland abgesetzt. Er soll einen roten, zweitürigen Toyota Crescida fahren mit dem Kennzeichen KR, also Krefeld, CX 126. Für Hinweise, die zur Festnahme des Gesuchten führen, ist eine Belohnung von 2.000 Mark ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kripo in Duisburg. Unsere nächste Fahndung strahlen wir für die Kantonspolizei Aargau aus. Bitte Konrad Hinz. Am 11. Juli 1983, also kurz nach unserer letzten Sendung, sind aus der Strafanstalt Lenzburg im Kanton Aargau zwei Männer ausgebrochen, die zu langjährigen Zuchthausstrafen verurteilt sind. Ihre Namen René Rolli und Ali Sen. Mit einer selbstgemachten Holzleiter kletterten sie in einem unbewachten Moment über die Mauer der Strafanstalt. Draußen wurden sie dann von einem bereitstehenden Fahrzeug aufgenommen. Ob sie heute noch zusammen sind, ist nicht bekannt. René Rolli ist unter anderem wegen Mordes an seiner Ehefrau zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er ist 36 Jahre alt, 1,82 groß und schlank, hat braune Haare, grünblaue Augen und trug bei seiner Flucht einen Schnauz. Ali Sen, türkischer Staatsangehöriger, hat unter anderem wegen versuchter Tötung an Polizeibeamten 6,5 Jahre Zuchthaus zu verbüßen. Er ist 31 Jahre alt, 1,71 groß, hat braune Haare und braune Augen. Für Hinweise, die zur Festnahme der beiden Männer führen, sind Belohnungen von jeweils 1.000 Franken ausgesetzt.
Hinweise bitte an die Kantonspolizei Aargau, jede andere Polizeidienststelle oder an eines unserer Aufnahmestudios. Sie erreichen unsere Aufnahmestudios wie immer in Wien unter 82 36 21, in Zürich unter 241 47 47 und hier in München unter 95 01 95. Und jetzt, meine Damen und Herren, zu dem bereits angekündigten größeren Ermittlungskomplex, der zwar, wie gesagt, die Mordkommissionen verschiedener Dienststellen in Norddeutschland beschäftigt, heute Abend aber koordiniert wird von der Kripo in Nienburg an der Weser. Es geht in der Hauptsache um eine Mordserie. Drei Menschen, eine Lehrerin, eine Taxifahrerin und ein Hauptfeldwebel der Bundeswehr, mussten scheinbar völlig sinnlos sterben. Es gibt mehrere Indizien dafür, dass für alle drei Morde eine Tätergruppe verantwortlich ist. So sind zum Beispiel zwei der Opfer mit einer und derselben Pistole der Marke MAB erschossen worden. Die Pistole gehörte einem Jagdaufseher aus Eistrup, einem kleinen Ort an der Weser. Er hatte sie in einer speziellen Halterung in seinem Wagen versteckt, um sie in einer Notsituation griffbereit zu haben. Der Zufall wollte es, dass der Wagen des Jagdaufsehers in der Nacht zum 10. Dezember 1982 nicht in der Garage stand und dass ausgerechnet in dieser Nacht ein Dieb auf das Grundstück kam. Ob dieser Dieb zunächst nur das sichtbar im Wagen liegende Fernglas stehlen wollte und die Pistole dann zufällig gefunden, oder ob er von der Waffe in dem ungewöhnlichen Versteck gewusst hat, konnte bis heute nicht geklärt werden. Offen ist bis heute auch die Frage, ob der Dieb die Pistole in den nächsten Wochen weitergegeben hat oder ob er an den späteren Verbrechen selbst beteiligt war. Opfer der ersten Straftat wird Wolfgang Strüh, Hauptfeldwebel in einem Instandsetzungsbataillon der Bundeswehr. Er ist schon seit mehr als 20 Jahren Soldat, wohnt in Nienburg an der Weser, muss seinen Dienst aber seit geraumer Zeit in einer Kaserne bei Hildesheim versehen, rund 80 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Am Mittwoch, dem 5. Januar 1983, hat er bereits um die Mittagszeit Dienstschluss. Es ist etwa 13.30 Uhr, als er zu Hause ankommt. Vor mehr als 10 Jahren hat er sich hier im Koppelweg ein Haus gebaut. Damals war er noch in Nienburg stationiert. Diesen Mittwochnachmittag hat er sich für sein Hobby reserviert. Während eines längeren dienstlichen Aufenthaltes in Kanada hat Wolfgang Strüh Geschmack an der Jagd gefunden. Seitdem ist die Jägerei auch in Deutschland zu seinem Steckenpferd geworden. An diesem Nachmittag will er nach dem Essen noch ins Revier. Fertig? Oder hast du noch Hunger? Danke, bin dick gesandt. Hat prima geschmeckt. Gut, dann sag ich den Kindern Bescheid, dass wir jetzt losfahren. Okay, ich zieh mich schnell noch um. Sag mal, Heike, mach mal was fertig, wir fahren gleich. Was wissen heute? Da der Zweitwagen der Familie zurzeit defekt ist, nutzen Frau Strüh und die beiden Töchter die Gelegenheit, sich in die Stadt mitnehmen zu lassen. Neben seinem neuen Jagdgewehr, einem Drilling mit aufgesetztem Zielfernrohr, hat Wolfgang Strüh auch sein Fernglas und einen Jagdrucksack dabei, in dem auch seine persönlichen Papiere stecken. Daneben nimmt er an diesem Tag auch noch einen Sack Wildfutter mit. Gegen 14.30 Uhr verlässt der Opel-Rekord-Karawan den Koppelweg in Richtung Stadt. Wenige Minuten später steigen Frau Strüh und die beiden Mädchen in der Nähe des Schlossplatzes in Nienburg aus. Soll ich euch hier abholen, so gegen 5 oder halb 6? Ach, ist nicht nötig, Wolfgang. Wir können doch den Bus nehmen, dann brauchst du auf der Rückfahrt nicht wieder durch die Stadt. Na gut, war ja nur ein Angebot. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Nichts deutet darauf hin, dass dieser Tag für die Familie ein schreckliches Ende nehmen wird. Das Waldgebiet, in das Wolfgang Strüh zur Jagd geht, der sogenannte Sonnenborstler Wald, beginnt nur wenige Kilometer östlich von Nienburg,
direkt an der nach Celle führenden